Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Nintendo Switch. Ich habe im letzten Part schon die ersten zwei Level abgeschlossen und habe das jetzt nochmal getan im normalen Modus mit Donkey Kong, denn wir haben uns ja den Funky-Modus angeschaut. War jetzt hier auch noch nicht im Shop, aber das brauchen wir erstmal nicht machen. Wir schauen uns Level 1a an, hopp hopp hurra, denn den haben wir per Secret Exit im letzten Part freigeschalten. Wenn ihr das sehen möchtet, könnt ihr das gern tun. Denn ich habe es hier oben in der Infokarte. Schauen wir einfach mal rein, was denn hier so abgeht. 1A, hopp, hopp, hurra. An die meisten Level kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier so auf uns zukommt. Es spielt nachts, was schon mal extremst geil aussieht. Finde ich nicht schlecht. Die Musik ist auch mal wieder extremst episch. Haben wir hier irgendwas? Können wir irgendwas einsammeln? War nur eine Art kleines Secret, alles klar. Dann schauen wir doch mal. Also sieht auf jeden Fall schon mal geil aus, so viel kann man festhalten. Ich bin mal gespannt, wann es mir denn gelingt, mich ordentlich einzuspielen. Einige Tastenbelegungen sind immer noch so ein bisschen unklar. Mal sehen, ob das noch was wird oder nicht. Das scheint hier recht wichtig zu sein. Nein! Ach Gott. Okay, war nur eine Münze, okay. Alles gut gegangen. Haben sie auch noch eingesammelt. Dieser Level war das. Na, dann ist mir jetzt so einiges klar. Mit diesen, Lines hier, wo man so ein bisschen dran rumrutschen kann, ist ganz cool. Und hier haben wir einen, keinen Bonus, aber ein Puzzleteil. 1 von 5. Es gibt nur 5 dieses Mal. Das heißt, wir müssen besonders die Augen offen halten, denn dann sind die Verstecke meistens noch ein bisschen schwerer, als wenn es jetzt 9 sind oder so. Und da wir schon im letzten Part am Anfang nur bei einem das gefunden, beim ersten Level direkt im Prinzip nicht alles gefunden haben. Nun ja, sollten wir jetzt halt doch ganz besonders drauf achten. Ich dachte auch hier, dass es ein Puzzleteil gibt, aber gab es leider nicht. Hier haben wir ein paar Münzspielereien, auch nicht schlecht. Du bist ja mein Freund. Komm weg mit dem. Ist schon wieder eine gefährliche Passage hier. Man muss halt bedenken, es ist immer noch in der ersten Welt, ne? Wir sind hier im dritten Level überhaupt und hier geht's schon ganz schön ab. Hier haben wir das zweite von 5 Puzzleteilen, sehr gut, und der erste Checkpoint. Lianen kommen natürlich auch ins Spiel, ist was ganz Klassisches bei Donkey Kong. Die müssen auf jeden Fall dabei sein. Und hier haben wir das nächste Vieh, was hier schon wieder unsere Aufmerksamkeit will. Diesmal ist es auch wieder eine Münze. Das ist seltsam. Weg mit dir, her mit dem O. Hier mal reinschauen, sind nur ein paar Bananen, ist okay. Hier unten haben wir was. Und zwar den Stern, der ist auch recht einfach, immer wenn diese Bananen so durcheinander fliegen, obwohl das haben sie ein bisschen erschwert. War auch nur eine Münze. Die sind früher, glaube ich, nicht ganz so schnell geflogen, also auf dem Wii-Teil, nicht früher. Da sind sie wahrscheinlich noch gar nicht geflogen. Oh. Aufpassen. Lieber nochmal kurz Zwischenstopp. Und hier festhalten, das N mitnehmen, zack, bumm, einmal nach hier oben. Hier haben wir noch irgendwas Schönes. Ein Bonusfass, na das ist doch nett. Nehmen wir doch mal den wunderbaren Bonus mit. Sieht aus wie einer, den wir schon mal hatten. Ist es aber nicht, okay. Die hier sind aber immer noch ganz dankbar. Also da gibt es wesentlich schlimmere. Das hier sollte eigentlich ohne Probleme machbar sein. Sagte er und verkackt beim Timing. Hier ein bisschen Risiko gesprungen, aber das Puzzleteil erscheint ja meistens in der Mitte, von daher passt das auf jeden Fall. War jetzt schon das dritte. Das heißt, im Endeffekt kommt nicht mehr so mega viel.
Hier hinten noch irgendwas Schönes? Nein. Dafür aber hier. Dann geht's nämlich weiter. Also es sind einige Elemente dabei, die natürlich neu sind. Diese mit den Bananen, mit den blauen Augen hier, die sind jetzt nicht unbedingt... Verdammt. Nicht, dass man das einsammeln musste für irgendwas. Da ist er, der erste Tod. Hätte ich so schnell nicht erwartet, tatsächlich. Krass. Aber müssen wir jetzt hinnehmen. Ja, das musste jetzt aber nun wirklich nicht sein. Hilfe. Ich bin schon wieder total überfordert. Wir sind in der scheiß ersten Welt. Nein, aber das ist halt wirklich... Alter! Da hatte ich jetzt aber... Da hatte ich aber Schweine ohne Ende. Ja, da ist es schon wieder vorbei. Mein Gott, was tue ich denn? Weißt du, es ist immer so, wenn man einmal fails, dann ist die Sache dann direkt schon wieder im Arsch. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist immer so. So, jetzt nehmen wir die Scheiße mit. Oder auch nicht. What the fuck? Okay, kurz abwarten. Dann wenigstens mal schauen, was da so abgeht. Scheint eine ziemlich lange Liane zu sein. Da sollte man wahrscheinlich darauf achten, hier alle Münzen mitzunehmen. Bananen natürlich. Und hier haben wir ein Puzzleteil. Das nehmen wir aber easy peasy mit. Und solche Spielereien, die sind wir auf jeden Fall schon gewohnt. Hier gibt es aber nur Bananen, okay. Naja, wir haben ja auch schon... Wie viele Puzzleteile? 4? Das wie nochmal wieder? Ja. Gibt wieder nur eine Münze. Sag mal, die Teile, die wollen mich da verarschen. Hä? Hä, muss man das nicht so machen? Es wäre doch viel sinnvoller jetzt gewesen, da unten lang zu springen, um gleich an das G ranzukommen. Aber vielleicht soll man auch genau das denken. So funktioniert es nämlich nicht. So funktioniert es, okay. Hier einmal alles mitnehmen, wird die Ehre wenigstens teilweise wiederhergestellt. Bis jetzt war es ja wirklich peinlich. Hier nur ein paar Münzen. Oh nein! Das fünfte und letzte Puzzleteil bekommt man dafür, dass man diese Bananen einsammelt. Okay, dann lasst uns mal fertig werden hier. Wäre ich erst fertig, wenn ich alles einsammle, oder wie sieht's aus? Ne, ich glaube, ich hätte auch weitergehen können. Aber naja, haben wir eingesammelt, 2 Münzen mehr, ist okay. Und da sind wir auch schon durch mit dem Level. Ja. Nicht gerade meine glorreichste Stunde, aber passt schon. Wann haben wir denn das G eingesammelt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber Hauptsache ist, wir haben's. Ihr müsstet es ja gesehen haben. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wer von euch denn dieses Spiel auch besitzt und selber gerade aktiv wieder zockt. Denn, naja, ich denke mal, einige werden es sich auch schon für die Wii U gehabt haben. Aber für die Switch bietet sich das jetzt einfach an vom Let's Play her. Deswegen habe ich es erst jetzt gemacht, habe ich schon mal im letzten Part gesagt. Wir machen weiter mit 1-3 Frackwanderung. Mal sehen, ob uns da denn ein neuer Kong zur Verfügung gestellt wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Ja. Frackwanderung. Ja, gut, sieht man direkt schon im Hintergrund die ganzen abgestürzten Flugzeuge und so. Diese Location fand ich damals schon richtig episch. Und das ist sie auch heute noch. Und da haben wir... Ich glaube, das erste Puzzleteil, jawohl. Ein Bonus, den wir jetzt nur mit Donkey Kong beschreiten müssen, und das ist einer von den Asozialen. So glaube ich zumindest. Aber, naja, noch kommen wir gut durch. So viel dazu. Könnte knapp werden. Nimm die Scheiße mit Donkey Kong und spring bitte in die richtige Richtung.
Wow. So knapp habe ich noch nie irgendeinen Bonus geschafft. Ohne Witz. Das war ja wirklich schon kurz bevor es zu Null geht. Ich habe es eigentlich schon kommen sehen. Aber da darf man halt keinen Fehler machen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Naja. Das wird natürlich normalerweise bestraft. Aber hier ging es noch ganz gut klar. Das holen wir uns mal. So wollte ich sagen. Hat mich aber nicht festgehalten. Naja. Wir bekommen Cranky Kong. Ja, ja, so ging das. Das muss ich mir mal merken. Man kann mit ihm nämlich auch auf Stacheln hüpfen, sozusagen. Wenn es hier jetzt irgendwas geben würde. Ach, gibt's sogar. Muss aber immer wieder neu drücken, sonst tun die sich trotzdem weh. Wie viele Puzzleteile haben wir denn hier eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. 7 diesmal. Huch. Das geht ja noch klar. Halt. Was übersehen. Okay. Ja, damit kann man ganz schön viele Spielereien machen. Ist recht krass, auf jeden Fall. Ach, komm. Du stirbst auch, ist okay. Mich anscheinend nicht anders verdient. Da macht er keine Scheiße, Mann. Also wie gesagt, erstmal wieder zurechtkommen mit der ganzen Sache hier. Ich glaube, da kommen wir gar nicht... Da kommen wir gar nicht hoch, wenn wir Cranky nicht haben, beziehungsweise haben wir jetzt ein Puzzleteil verpasst. Was ziemlich ärgerlich ist, um ehrlich zu sein. Ja, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Ja, spring halt noch 30 Mal darunter, das ist auch in Ordnung. Und lass dich auch noch von jedem billigen Gegner treffen, ist auch in Ordnung. Ich mag die Steuerung nicht, ich mag die Steuerung absolut nicht. Das ist total seltsam, wenn man sich umgewöhnen muss. Wenn man bis jetzt immer eine andere Steuerung gewöhnt ist. Und das aber dasselbe Spiel ist, das aber ganz anders ist. Also wirklich. Ich denke, hier ist ein Bonus. Doch nicht. Habe ich vielleicht auf der anderen Seite was verpasst. Ja, werden wir gleich sehen. Also ich werde demnächst noch alles auf die Steuerung schieben, wenn irgendwas schief geht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber es ist teilweise auch wirklich ein bisschen beschissen noch. Hier sehe ich doch schon wieder das nächste. Doch nicht. Schade. Es hätte sich aber von der Steuerung her anders viel besser angeboten, oder nicht? Ich meine ja nur, ich meine, wenn jetzt... Wenn jetzt zum Beispiel... Hier, ZR ist ja jetzt im Prinzip alles. Ne? Damals musste man einfach nur hier Y drücken und dann war das in Ordnung. Und hinten die Stampfattacke wäre doch viel besser, also diese Dingsattacke wäre doch viel besser. Anstatt hinten greifen zu machen. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Warum haben die das denn umgeändert? Oh. Da müssen wir uns erstmal ein Stück nach vorne bewegen. Hier haben wir ein neues Herz, sehr gut. Und weiter geht's. Wie gesagt, ein Puzzleteil haben wir auf jeden Fall schon verpasst. Ein zweites möglicherweise auch, ich habe keine Ahnung mehr. Wo denn die ganzen... Ja klar, kommt da halt aus dem Nichts. Wo die ganzen Puzzleteile sind. Das hatte ich bei DKCR noch ganz schön im Blut, möchte ich meinen. Aber hier... Hier ist es noch nicht so. Wow. Ah, der... Der kam doch da oben raus. Dann muss ich mal von der Seite probieren, ob ich da hochkomme. Komme ich... Warum komme ich da nicht hoch? Ach Gott, ist das wieder unnötig.
Mensch, da will man hier mal so ein paar Sachen ausprobieren. Jetzt nimm doch das scheiß Fass, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein, das auf Y zu legen. Oder? Ist das so schwer, das auf Y zu legen? Anstatt hinten drauf, das ist doch... Wäre doch viel besser. Ich werde mich da das ganze Let's Play drüber aufregen. Hier haben wir einen Bonus. Mal sehen, wie man den hinbekommt mit Cranky. Das ist einer, den wir... Doch, den hatten wir schon mal. Aber ein bisschen in einer abgewandelten Form. Jetzt macht das ordentlich, Alter. Schlimm ist das. Wirklich schlimm. Müsste jetzt das wievielte sein? Das fünfte? Ja. Und wir sind beim N. Ist, denke ich, ein ganz guter... Na, eine ganz gute Sache. Aber da ist schon das G. Mal sehen, ob wir denn noch zwei Posen... Ne, eins haben wir ja eh schon verpasst. Und das andere, das könnte noch... Wow. Ganz am Ende irgendwo sein. Oder hier. Fürs Einsammeln aller Sachen. Habe ich extra gewartet, ob da noch ein Puzzleteil kommt, aber es kam keins. Hier haben wir das Ende. Und hier oben ist das letzte Puzzleteil, sowie... Wie ich sehe, ein Secret Exit. Das heißt, wir hätten die ganze Sache hier eh zweimal machen müssen. Das erfreut mich natürlich. Her mit den Bananen. Her mit dem Secret Exit. Aber wo führt er denn jetzt hin? Gab es noch einen zweiten Level, der versteckt war? Ich weiß es gar nicht. Und übrigens ist und bleibt Diddy Kong immer noch mein liebster Kong. Denn, naja, mit ihm... Es ist halt so klassisch mit Diddy Kong und Donkey Kong. Halt wie in DKCR. Das gefällt mir viel besser. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Puzzleteil und dann noch das Ende. So, hier hätten wir das Puzzleteil. Man muss einfach nur mit ihm hier hoch und dann erscheint es hier auch schon. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt am Ende wieder. Und da hätten wir es auch schon geschafft. Mal schauen, ob wir hier noch schön schütteln können. Jawohl. 14 Leben. Sind wir schon bei 48? Sehr gut. Ich hoffe mal nicht, dass wir es jetzt... so sehr in Anspruch nehmen müssen. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Die Kongo-Stamm müssten wir aber eigentlich schon gesammelt haben, oder? Ja, gut. Dann, da wir noch ein bisschen Zeit haben... Und Dickicht im Dunst? Nee. Wir machen mal noch hier oben Wipfelwirrwarr. Das ist nämlich, glaube ich, der Level, den ich gerade noch in Erinnerung habe. Wipfelwirrwarr 1-4, los geht's. Dann können wir nämlich im nächsten Part schon die erste Welt abschließen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich praktisch. Können wir in der zweiten Welt weitermachen. Da habe ich allerdings noch weniger Plan von irgendwas. Da ist mir noch ein Level im Kopf, was auf jeden Fall hingeblieben ist. Und andere, naja. Das hier ist auf jeden Fall auch ein Level, der mir im Kopf geblieben ist. Den kenne ich auf jeden Fall. Denn, nun ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Hier haben wir schon mal einen Bonus, der ziemlich asozial ist, glaube ich. Ja. Ach du Scheiße. Na los. Aber muss ich hier Zeit nehmen einfach. Wir haben ja genug Zeit. Okay, da hätten wir es. Das erste von 5 Puzzleteilen. Okay. Ist ja erstmal an sich nicht schlecht. Wie bist du auf einmal da wieder drauf gekommen? Ihr seht gleich, was abgeht. Es ist ein Lorn-Level. Und hier gibt es jetzt etwas, was Nintendo sehr stark angepriesen hat. Nämlich...
Eine dynamische Kamera. Ihr werdet das gleich sehen, wenn wir hier irgendwo runterfahren. Und da können wir uns direkt schon mal umbringen. Denn da hätten wir hochgemusst. Da gibt es das nächste Puzzleteil. Das kann man bei diesen Leveln eigentlich ganz easy so machen, wie ich jetzt gerade. Einfach sich umbringen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Denn, nun ja, es geht halt schnell. Also erstens das Sterben und zweitens das, ja, bis da wieder hinkommen. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich es jetzt hinbekomme. Versuchen wir wenigstens das Puzzleteil zu holen. Hat auch nicht geklappt, super. Können wir dann gleich alles in einem Rutsch machen. Ja, hier kann es auf jeden Fall einige Fails geben, denn, naja, die Lohn-Level sind nun mal meist die schwierigsten Level in Donkey Kong-Spielen, obwohl das in den neueren zwei Donkey Kong-Spielen nicht mehr unbedingt stimmt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also nicht gleich, sondern dann demnächst mal irgendwann sehen, warum. Also nehmen wir das K mit und dann kam es hier gleich. Was genau muss ich da anders machen? Ist gerade ein bisschen seltsam. Weil eigentlich hätte ich nichts anders machen können. Ich habe einfach A gedrückt gehalten. Seltsam. Naja. Mal schauen. So kann man auch diesen Ballon mitnehmen. Sehr gut. Verlieren wir wenigstens nicht zu viele Ballons. So nehmen wir es doch mit. 1A. So. Auch das können wir mitnehmen. Da oben wären nur ein paar Bananen gewesen. Ist, denke ich, nicht weiter schlimm. Hier mal ein bisschen ducken und hier aber wieder rauskommen, denn da ist das O. Und jetzt kommt diese dynamische Kamera. Man sieht schon, man fährt in diesem Kreis hier runter und die Kamera, die ist einfach nicht nur starr vor Donkey Kong, sondern die geht halt ein Stückchen mit, was sehr, sehr nice ist. Gut, zum Glück gab es da nur eine Münze. Die einfach fallen lassen. Da kann man sie auch einfach fallen lassen, war zwar jetzt mehr oder weniger Glück, aber okay, über den Kollegen springen wir mal drüber. Hier vorher, ich sag's noch extra, da vorher auf den Block springen, damit man da nicht runterfällt und dann springt er da trotzdem drüber. Super Donkey Kong. Macht ein gutes Bild, wenn man Tipps geben will und das dann aber selber nicht funktioniert. Er springt auch viel weiter, als man eigentlich vorhat. Hier mal kurz ducken, hier oben die drei Münzen können wir mitnehmen. Hier wieder ducken. Da geht's nach unten. Jawohl, das hat man gesehen. Aber das dritte Puzzleteil. Kann mich direkt schon wieder umbringen. Das ist aber immer alles so unerwartet kommt, ne? Also, das ist echt ein bisschen unschön. So, jetzt bitte nochmal wie eben, DK. Also nicht wie das eben danach. Ach Mann. Ach Gott. Das wird ein reinstes Desaster-Let's Play. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich werde definitiv hier nichts hinbekommen. Schaut euch lieber DKCR an. Das ist viel, viel besser. Ach Gott. Aber solange wir hier immer ein Leben mitnehmen können, passt das, denke ich. Ich bin schon wieder drüber gesprungen. Aber wie will man das denn eher machen? Ich habe jetzt nicht dran gedacht, aber trotzdem, wenn man da blind lang fährt, du checkst das doch nicht, dass da direkt irgendwas ist. Wir haben auch erst drei Puzzleteile. Das heißt, wir müssen noch zwei finden und das könnte noch zum Problem werden. Mal schauen. Hier drunter durch, hier, dann da drauf und da hoch und dann haben wir das G und dann bitte nicht mehr sterben, Donkey Kong. Danke. Die Szene kennt man auch aus Trailern. Wie Donkey Kong da runterfällt, das hier. Aber er landet natürlich wieder ganz sicher auf Schienen, das ist überhaupt kein Problem.
Ja, ich fahr halt auf jeden Fall durch und bekomme aber das Puzzleteil nicht. What the fuck? Donkey Kong, das ist scheiße. Hier haben wir zwar noch eins, aber es ist halt das Vorletzte. Naja, dann werden wir das eben gleich noch holen. Ist auch kein Problem. Hier nochmal 14 Münzen mitgenommen. Hauptsache, das Kong haben wir schon. Und das letzte Puzzleteil, das zeige ich euch jetzt. Ja, nochmal denselben Fehler gemacht, aber diesmal haben wir es wenigstens eingesammelt. Und sind wieder mal am Ziel. Nehmen diesmal 15 Münzen mit und sind schon bei über 100 angelangt. Kann man demnächst mal wieder was ausgeben im Shop. Aber das machen wir später. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es dann weiter mit, ja. 1b oder was das hier unten ist. Und dann werden wir uns an den K-Level und an den Boss schon ranwagen. Mal sehen, ob wir das alles in einen Part packen können, aber ich denke schon. Und dann wird es natürlich später weitergehen in Welt 2. Wenn ihr euch darauf freut, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bis dahin und ciao.